einen Grand Prix geritten, aber für Sunfire ist es das erste Mal ein langer Grand Prix. Die Europameisterin. Einzel, Gold, Kür, Bronze. Mit dem Team kamen die U25-Reiter dieses Jahr mit Silber nach Hause. Und diese elfjährige, sehr besondere Sanna Moorsohn mal Freudenfeuer. Haben wir auch sehr selten Sunfire immer noch im Besitz seines Züchters? Und das ist Volkmar André. Der strahlt schon eine Erhabenheit aus, die ist definitiv besonders. Sehr schönes, kadenziertes Traben, sehr schönes, ausdrucksvolles Kreuzen, was sie da mitnimmt ins Traversieren. Ein bisschen mehr die Hinterhand mitgenommen haben beim Traversieren. Ich bin jetzt wirklich kleinlich, aber das müssen wir bei diesem Paar sein. Sehr hohes Abfußen, aktives Rückwärtsrichten, Rückwärtstreten. Sehr schön. Super der Übergang. Der Bundestrainer Sepp Heinze schwärmt von Ann-Kathrin nicht nur wegen ihres reiterlichen Könnens, sondern auch, weil er sagt, sie ist unheimlich starke Prüfungsreiterin. Präzise rein, präzise raus. Das war schon mal eine starke Tour. Gucken Sie mal auf den Trend, 76%. Das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Ann-Kathrin trainiert nach eigener Aussage mit dem besten Trainer der Welt. Den kennen viele, das ist Karl-Heinz Streng. Sonst allerdings eher als Springtrainer bekannt aus Baden-Württemberg. Na, da hat er, glaube ich, ganz kurz gedacht, der Sunfire, dass es schon wieder losgeht, ließ sich aber sehr schnell von ihr überzeugen, dass es noch einen Moment dauert. Super, die Passage. Ah, schade. Ein Auftitscher im Übergang. Aktives Abfußen auf der Stelle. Mann, Mann, Mann. Passage vom Feinsten, Piaffe vom Halbfeinsten. So will ich es mal sagen. So, und jetzt kommen wir in die Richtung der Lektion, die Ann-Kathrin schon im Vorfeld kurz nannte. Sie sagte natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich finde es eigentlich fast gemein, dass ich mit so einem großen Pferd wie Sunfire, mit so einem großen Galopp dieselbe Zickzack reiten muss wie andere mit kleineren Galoppsprüngen. Denn für ihn wird, gucken Sie sich das mal an, wie der die Wechsel hier nach vorne oben rausspringt, wird natürlich die Linie der Zickzack. Puh, das ist, da muss sie wirklich sehen, dass sie fertig wird. Salopp gesagt. Das war. Aber jetzt hatte ich gerade den Battle davor. Hat sie da einen Umspringer gehabt ganz am Anfang oder habe ich mich verguckt? Ich hoffe, ich habe mich verguckt. Na komm, schön die Aktivität behalten. Souverän gemanagt. Gar kein Problem. Super gemacht. Das war die erste Zickzack des Paares im Prüfungsviereck. Boah, tolle Wechsel. Einer wie der andere schön locker durchgesprungen. Boah, also da gibt es einmal die Neuen, da stehe ich voll dahinter.
Es gibt auch die 7,5 bei den Richtern. Wenn, kann ich mir vorstellen, weil er dann noch nicht ganz optimal im Geradeaus unterwegs war. Sehr, upsa, schade. Kleine Unterbrechung. Absolute Lastaufnahme. Sehr klein, sehr kontrolliert die Pirouette. Zu Beginn nicht ganz sicher. Also bei der Einleitung hatten wir diese kleine Unterbrechung. Sehr schön. Deutliche Rückführung, super. Und sie hat ihn ja wirklich in einer Konstanz vorne oben vor sich. Das ist schon. Ganz klein bisschen im Vorwärts. Sie hat aber auch ein Gefühl, ne? Genau richtig, glaube ich, gemacht. Gar keinen Taktverlust wollte sie hier riskieren. Hat das vorwärts in Kauf genommen. Ich glaube, die goldrichtigste Entscheidung. Himmel nochmal an Katrin Lindner. Was war das für eine